Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World mit der abwägenden Eichel rückwärts. Wir haben 3,5 Minuten Zeit, hier alle 3 Poochie-Pups zu sammeln. Und das werden wir hoffentlich schaffen, auch im nächsten Level und dann die Quests. Und dann wisst ihr ja, dann gibt's einen großen, fetten Bosskampf heute. Seid ihr schon gehypt? Juhu! Das wollte ich hören. Okay. Hä? Komm ich hier nach oben? Ach, ich darf hier nicht springen. Ah, okay, das macht Sinn. Beziehungsweise ich muss hier springen und ich hab verkackt. Ah, nochmal von vorne. Geht ja schon mal gut los hier, die Folge. Aber das macht nichts. Das ist schon okay. So, nächste Folge gibt es tatsächlich wieder den coolen alten Danny dazu. Der kommt dann wieder. Der kommt da immer alle 5 Folgen. Ungefähr. Gut, ich habe einmal eine Ausnahme gemacht. Ich hab Folge 10 war Folge 9, aber ihr wisst ja alle, warum das so war. Ich wollte ja mit ihm nichts sammeln, ich wollte ja mit ihm neue Level spielen, so. Zack. Und das wird auch diesmal der Fall sein. Oh Gott, der Vater verfolgt mich. Du, 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 du. Das ist voll cool, der Baumschirm hier. Kann man zuklappen. Ich bin nur ein Baumschirm. Das geht. So, habt ihr irgendwie meinen Freund gesehen? So, Busfahrt zu Ende. Wir sind da. Ich höre ihn. Da, da ist er. Da ist er. Da ist der Erste. So, wenn die hier noch irgendwann verstecken, ne? Das ist fies. Aber ich glaube mal nicht. Okay. Checkpoint. Cool. Cooler wär's, würde ich die anderen beiden noch direkt bekommen. So, ich bin immer bei solchen Missionen etwas leiser, weil ich will ja hören, wo die ganzen Hühnchen sind. Die hört man bellen. Das Indikator, wo die sind, das ist... Ich darf nicht zu viel hier. Nein, genau das passiert sonst. Aber guck mal, da im Hintergrund so ein süßer kleiner Teddy. Cool. Hundi? Ich höre keinen. Verdammt. Verdammt, ich höre keinen Hund. Ist das euer Ernst? Habe ich ihn verpasst? Da! Das ist der Zweite, oder? Ne, es ist der Letzte. Das ist der Letzte. Verdammt. Ich habe einen verpasst. Ich habe einen verpasst. Ja, okay. Ja, ich schaff's nicht mehr. Soll ich nochmal zurück? Ja, komm, gucken wir uns nochmal irgendwie um, bevor ich... Das neue Start, aber ich habe es jetzt schon eh verkackt. Die Zeit reicht nicht mehr und mein Kostüm ist kaputt. Wo war er? Verdammt! Wo war er denn? Hier nicht. Aber wo dann? Hier auch nicht. Richtig? Nee, hier ist er nicht. Ach, genau. Nee, hier ist er auch nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Hier oben, oder was? Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Ich habe gedacht, da oben ist nichts. Ich habe echt gedacht, die hätten das jetzt nicht hier gebracht. Wow. Okay, komm. Schauen wir nochmal neu. Wir wissen jetzt, wo alle sind. Ich dachte mir sogar so schon, soll ich da oben nachgucken? Und dann dachte ich mir so, nee, bei solchen Geheimpassagen, da versteckt ihr doch eh eigentlich nie was. Ja. Anscheinend bei Ausnahmefällen schon. Cool. Oh Gott, da bin ich ein wenig zu weit nach rechts gegangen, aber jetzt soll ich mich aufpassen. Okay, passt. Passt, passt, passt. Busfahrt! Bitte kommen Sie nicht zu spät. Oh Gott, Flatter, lass mich bitte in Ruhe. Ich bin nur im Baumstamm. Du, 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 du. Mit so einem blauen und so einer roten Seite, wie die Joy-Cons. Du, 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 du. Okay, komm schnell, 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 schnell. Wir wissen ja jetzt, wo alle sind, deshalb machen wir jetzt einfach mal ein Speedrun. Speedrun-Tactics hier. Zack, zack, über den springen, zack. Wir müssen alles nachmachen, alles 100% meistern, alles auswendig lernen, cool. Hier sich einfach treffen lassen, Damage Boost. Oh Gott.
Mhm. So. Okay, okay. Okay, 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 wir haben's. Der letzte, der ist nicht mehr weit entfernt, Leute. Wir wissen alle, wo der letzte ist. Nein, das Ding ist ohne mich. Ich muss mich umbringen. Oh Gott, ich bin so weit weg. Verdammt. Das war jetzt richtige Zeitverschwendung. Aber ich muss das langsam angehen. Ich muss den langsam nach oben bringen. Sonst ist das zu schwer, aber... Okay. Okay, 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 okay. Hier unten war auch irgendwo. Hier, oder? Der war doch hier. Oder wo war der? Doch, doch, der war hier. Ja, ja. Komm, guten Tag. So. Hier. Wie viele Minuten waren das? 3,5. Okay. Na, dann schauen wir es ja jetzt. Dann machen wir noch das andere Level rückwärts, aber die Quests. Also für die, die nur den Boss wählen wollen, die müssen wir nicht vorspulen. So, tut mir leid, ey. Okay. Ich dachte, das können wir abschießen hier hinter. Was ist denn das? Oh, das ist ein Käfer. Oh, das ist ein cooler Käfer. Okay. Nice. Ja, Level ist wenig länger gedauert als gedacht, aber ist kein großes Problem, finde ich. Ich denke, das wird schon mit der Zeit reichen, dass wir den Boss noch reinbekommen. Ist jetzt nur noch ein Level und dann, also ein ganz kurzes Level hier und dann die Quests. Sprungsatz, Sieg. 4 Minuten, oh Gott. Das wird dann anscheinend schwer. Oder es ist großzügig mit der Zeit. Ich hoffe mal das zweite. Bei so einem Yoshi-Spiel, dann nehme ich lieber die leichte Variante tatsächlich. Weil Yoshi-Spiele sind halt, ne? Sind nicht unbedingt einfach. So, hier nehmen wir mal ein paar Eier mit. Reicht schon, mir egal. Und hier einfach schnell durchrushen. Alles hier wollen wir ignorieren. Da war gerade so ein blauer Stein. Was auch immer das ist. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Da drin? Oh lol. Was ist tatsächlich da drin? Ich habe mir überlegt, soll ich ihn aufmachen? Und dann habe ich das Hundebellen gehört. Da dachte ich mir so, jap, wo wollen wir? Muss ich, wollen wir. Ey, habt ihr das auch immer, das oder habt ihr das auch manchmal, dass ihr zwei Wörter auf einmal sagen wollt? Oder als denkt euch so, ich will das Wort sagen. Oder denkt euch, ja, jetzt will ich aber doch lieber das andere Wort sagen. Und dann sagt ihr irgendwie beides so gemischt. Das habe ich so oft und das weiß ich nicht. Seltsam. Und ich habe ihn schon wieder gehört. Hier oben? Oh. Wow. Das war irgendwie zu einfach. Okay. So, der letzte sollte dann noch nicht mal weit entfernt sein. Richtig? Ja, aber die Zeit ist doch viel zu großzügig. Oh Gott. Oh, mein Kostüm. Nein! Ich hab's mir gedacht. Wo ist er denn? Was? Yoshi stirbt im Wasser? Sunshine? Okay. Ich war mit echt Sorgen, wo ist der letzte? Hab ich ihn verpasst? Kommt er noch? Beides. Oh, da. Im Wasser. Ey, ey. Was machst du da im Wasser? Hast du deine Schwimmfluge an? Ey, 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 ey. Wie kriege ich den denn da? Ah, so. Okay. Aber die Zeit ist doch viel zu großzügig, oder nicht? 4 Minuten? Das hätten die auf 3,5 machen können. Oder allgemein einfach nur 3. Ja, okay. Hm. Wie lange ist das Level? Ist das Ende? 3 Minuten, 3,5, aber keine 4. Oder was meint ihr? Doch, doch. 3 Minuten, 3,5 hätte ich gemacht. Egal. Gut. Oh, guck dich mal den Hintergrund an. Mit dem schönen Bär und dem Vogel und ach, super. Das Spiel ist einfach schön. Und ich finde auch, das sieht ziemlich echt aus. Na, was heißt ziemlich echt? Hm, geht. So, manchmal ist das, sind die Lichteffekte ein wenig schwammig, so wie ein Nintendo 64. Können wir vergleichen, aber ansonsten generell ganz gut. So, was sind deine Quests? Los geht's. Ich benötige eine Biomaus. Dieses Mäuschen war in der Nähe einer Bushaltestelle. Ach, die glaubt, die haben wir schon gesehen, oder? Haben wir die nicht schon gesehen?
Hier. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben wir gesehen. Ah doch, haben wir. Ich weiß, wo die ist. Ich zeig's euch. So, hier bei der Bushaltestelle, hier im Hintergrund, das Ding, das haben wir vorher auch schon abgeschossen. Dafür haben wir aber nichts bekommen. Aber jetzt bekommen wir dafür eine erfüllte Questaufgabe, so kann man sagen. Juhu! Okay, und Doshi rennt vor dem Shy Guy weg oder springt runter und der Shy Guy fällt hin oder was auch immer. Cool, cool. Cool, 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 cool. Ja, deine Bio-Maus. Ja, ich glaube, es gibt hier noch 4 weitere Aufgaben, oder? Würde passen mit meiner Anzahl. Da hätte ich nämlich 290 am Ende. Mal gucken. Hallo, eine Bitte. Ich brauche einen Hasenfels. Den meine ich im Wunderwaldwald gesehen zu haben. Ist aber schwer zu finden. Meine ich auch gesehen zu haben, mein Freund. Hier. Ne? Oh Gott. Mich abgemagert, du. Aber ich mag den auch hier gesehen haben. Und hier ist sie auch schon. Okay. Sehr offensichtlich. Und ja, wir haben sie gesehen, glaube ich, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben sie gesehen. Vielleicht habe ich es nicht angesprochen. Obwohl, ich glaube, ich habe es sogar angesprochen. Egal, ihr wisst ja besser. Ihr habt es ja erst vorhin gesehen. Nee, warte, letzte Folge. Letzte Folge. Egal, lass nochmal. Mach weiter. Komm, sammeln bitte, du hast nur noch 3 Aufgaben für mich. Das würde passen. Ich benötige 5 Scheigereicheln. An einem Ort mit vielen Scheigeis. Ja, was hat er gesagt? An einem Ort mit vielen Eicheln gab es auch welche mit einem Scheigergesicht. Yep. Die haben wir alle gesehen. Ich habe sie auch angesprochen. Und jetzt zeige ich euch ganz genau, wo sie sind. In einer falschen Reihenfolge, wie man es kennt. Die erste befindet sich schon ganz am Anfang des Levels. Hier. Kurzes Easter Egg. Hier im Hintergrund gibt es zwar auch welche, aber diese hier zeigen Schnuffel und Mario. Hier ist so ein M-Symbol für Mario. Hier oben, den habe ich schon abgeschossen, ist einer. Oh, gut versteckt, hier im Vordergrund. Bei der Bushaltestelle gibt es hier eine. Und am Ende des Levels gibt es hier den letzten. Juhu! Das war cool, hat Spaß gemacht. Yay! Muss man ja bei diesem Spiel wenig erwähnen. Na, okay. So schlecht ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Vor allem, ich finde, das Spiel hat voll viel Content für 50 Euro nur. Es hat am Release, zumindest bei mir, nur 50 Euro gekostet. Will nochmal erwähnen hier. Ja. So, was gibt's jetzt? Ich brauche einen Bärenfels. Den haben wir auch schon alle gesehen. Im Geheimraum im Wunderballwald. Ja, es gibt ihn wirklich. Ja, ja, ich weiß. Hier? Nein, das war im nächsten Level. Ich weiß nicht mehr wo. Aber ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. 100 Pro. Oh mein Gott. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welchen der Geheimräume meinen die denn? Ich bin immer wieder nach oben links gegangen. Da oben links gibt es ja, das kann ich euch kurz zeigen. Hier gibt es halt diesen Ort mit den Blumen, ne? Dachte ich mir vielleicht, okay, gut, das ist ja nicht, da ist es nicht. Dann mache ich immer so, jedes Mal. Hier, zack, und dann habe ich es verpasst. Hier unten. Hier unten. Ganz einfach. Warum habe ich den nicht gefunden? Das ist mir gerade so peinlich, aber zumindest seht ihr ja nicht, wie lange ich für den gesucht habe. Und ich will auch was nicht sagen, weil mir ist das peinlich. Ja. So, ich vermute mal noch eine Aufgabe für uns. Am besten keine mehr, aber eine bitte noch haben. Yep. Ich brauche einen Holzlöwen. Als ich bei den vielen Eicheln nach Schnuffelchen gesucht habe, sah ich ihn. Schnuffelchen? Ich hatte Schnuffel. Egal. Ein Holzlöwe. Okay. Oh, meinen die den hier? Yes! Ist das ein Löwe? Das sah für mich aus wie so ein Teddybär. Oder was auch immer. Es ist doch kein Löwe. Wenn, ein süßer kleiner Löwe. Ist ein richtig süßer. Okay. Und ich werde mir kurz ein Kostüm anziehen. Weil meins kaputt gegangen. So, war's das bitte? Bitte, 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 bitte. Ich will gegen den Boss kämpfen. Lass mich gehen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, der will noch mehr. Ich brauche 5 blaue Pilze. Die habe ich auf der Rückseite des Wunderballwaldes gesehen. Bitte 5 davon. Oh Mann, ich hatte mir fertig. Verdammt. Komm. Ich will mal die Eule reinziehen. Wo ist sie denn? Da.
Eicheneule. Eicheleule. Was auch immer. Let's go. Den hier fünfmal. Okidoki. Oh, hab den ersten schon gefunden. Direkt hier am Anfang des Levels. Hier gibt es einen. Bam. An dieser Stelle gibt es auch noch mal einen. Hier gibt es auch einen. Wie komme ich da dran? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube... Oh, hier unten ist Boden. Okay. Ja, ich bin wenig seltsam. Zack. Und der letzte befindet sich relativ am Ende des Levels. Hier hinten. Juhu. Was ist das dann jetzt? Bitte. Wir wollen alle nur noch den Bosskampf sehen. Habe ich recht, Leute? Bosskampf-Hype. Wer wird sein? Und ich werke gerade erst, jetzt erst, dass der zweite Boss Xilebo war. Und nicht der erste. Xilebo ist immer der erste gewesen. Jetzt war es der zweite. Hm. Yes, das war's. Juhu! Juhu! Hurra, alle Gänseblumen in Eichbaumwald gefunden. Nice, Leute. Let's go. Let's go, der Hase. Let's go. Oh, hi. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Gänseblumen. Ach, die kann ich dir gerne geben hier. Oh, mir geht's blind. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hab. Oh, vielen Dank. Wie hast du es denn hier gefunden? Also ich bin da lang gegangen. Auf der Suche nach Traumjuwelen, verstehe. Ja. Mhm. Ich baue in meinem Garten ein bisschen Gemüse an. Da gibt es einen recht großen Wunderball. Ich frage mich, ob ein Traumjuwel da drin sein könnte. Wie man sollte ihn öffnen? Das macht Yoshi doch gerne. Habe ich recht? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, da drin war. Eine Piranha. Nein, doch nicht. Oh, geht nicht mehr zu. Egal, let's go. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Mit diesem Ball stimmt was nicht. Das rieche ich. Ja, oh, vielleicht sind da ein paar Juwelen drin. Haben wir noch dieselbe Stimme? Ich mache ihn auf und sehe nach. Ich brauche was zum Werfen. Eure Ungestümheit, bitte wartet. Kaputt mache. Sorry, Bro. Wie es zensiert wurde. Und Batsch. Oh, toll. Hm. Ah! Yoshi hat den Ball kaputt gemacht! Yoshi! Seine Böslichkeit hat sich so gefreut, den Ball kaputt zu machen! Menno, jetzt mache ich dich kaputt, Mann! Diese brennende Pflanze wird dich erschlingen und es hier heim sollen! Sorry! Sorry! Hätte ich vielleicht nicht tun sollen! Ich bereue es jetzt schon. Oh Gott. Und das bereue ich, glaube ich, sogar noch mehr. Was passiert denn da? Piranha Octaida. Oh, der Boss ist das. Und wir müssen hier, was müssen wir nochmal machen? Ich glaube, alle Herzen, oder?
Oder nur den Kampf schaffen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ja, doch, alle Herzen waren das, glaube ich, ne? Was wir machen müssen. Hast du es geklappt? Gegner. Was macht der? Was macht der? Irre? Oh, ich renne rein, aber ich habe ja mein Kostüm an. Was macht der? Was soll ich machen? Abschießen? Nee, hat nicht gebracht. Die essen. Nee. Jetzt? Nee, wann denn? Wann soll ich denn angreifen? Oder mache ich es falsch? Ich weiß gerade echt nicht, was ich falsch mache. Ach so! Ah, das macht natürlich Sinn! Yo, wie cool! Oh Gott, der erinnert mich aber irgendwie an, wie heißt denn einer? Der eine aus Yoshi's Island. Der hatte so einen Namen, den konnte man one-hitten. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber an den erinnert er mich. Ja, das ist jetzt ziemlich einfach so. Okay, die hüpfen wir nicht rum. Aber sollte trotzdem kein Problem sein. Naja. Nur ein kleines Rumgehüpfle. Passt. Oh, okay. Wo ist er? Wo ist er? Bam! Hoho! Nice! Die mache ich den gar aus! Dummes Vieh! Oh Gott. Das war dumm von mir. Ich habe nicht aufgepasst. Sorry. Sorry, Jungs, Mädels. Er ist schon rot angebrannt, ey. Nee, der ist nur wütend. Der ist nicht unter Feuer oder so. Noch nicht. Na komm, gib auf! Du weißt doch eh, dass du keine Chance hast. Oh Gott. Uff. Heia! Oh, nein. Nein, mein Kostüm. Bam! Aber er ist down. Wir haben den bösen... die böse Piranha besiegt. Ich hab jetzt verkackt. Egal. Hä? Das dritte Kristall. Juwel. Und diesmal ist es rot. Du, du. Yeah, 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 yeah. Wow. Yo, Bro, hast du das nächste gefunden? Ja, Mann. Hier, danke. Tschüss. Und damit... Ups, sorry, kleiner Cut. Aber hiermit wird die Sonne glücklicher. Obwohl, aber es hat mehr gemacht als letztes Mal. Das zweite Juwel hat gar nichts gebracht. Du, 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 du. Juhu! Aber jetzt, wenn wir uns das mal anschauen. Gucken wir uns das mal ganz kurz an hier. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen und den Besuch abstatten. Oh doch! Jetzt ist sie so ganz... Also vorher in der Katze mal so... Wow, so ein O-Gesicht. Und jetzt ist sie am Lächeln. Sie hat Hoffnung wieder. Das ist doch schön, Leute. So, in der nächsten Folge... machen wir uns auf den Weg... zur... vierten Kristalljuwel-Ding. So. Wir werden dann hier die letzte Reihe machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Wertung da. Und freut euch auf die nächste Folge, denn Danny ist wieder dabei. Haut rein.